Liebe Freunde, die gestrige Europawahl hat einiges in dieser BRD, in der bunten Republik Deutschland, durcheinander geworfen. Einige unserer linken Eminenzen heulen wie die Schlosshunde. Sie wollen mehr wissen? Jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, Europawahlen werden in der Regel ja nicht sonderlich ernst genommen, weil es wen interessiert. Trotzdem ist es immer ein guter Stimmungstest für die nächsten Landtagswahlen oder auch Bundestagswahlen. Weil ein bisschen drückt das doch immer durch. Und das Erfreuliche gestern ist, gut, kann jeder anders sehen, je nach parteipolitischer Ausrichtung. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Gucken Sie mal hier. Das ist die nördliche Karte der BRD. Sie sehen, im Westen haben wir fast nur CDU wieder. Und in Mitteldeutschland haben wir fast nur AfD. Es gibt noch ein paar Ecken. Da haben wir tatsächlich die Sozis. Na gut, Bremen ist nichts Besonderes. Da wählen die schon mit einer kleinen Ausnahme seit 70 Jahren die Sozis. Dementsprechend sieht es auch aus. Also von mir aus können Sie Bremen auch gerne an irgendein Land abtreten. Brauchen wir nicht. Und dann haben wir noch ein paar grüne Spots. Bevor wir auf das hier alles weiter eingehen, gucken wir mal kurz zu den grünen Spots. Das hier unten, das ist Freiburg. Ja, Freiburg ist so grün, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wie gesagt, die Karte stellt die Mehrheiten oder vielmehr die am stärksten gewählte Partei auf Kreisebene dar. Freiburg, da wohnen fast nur Studenten, können Sie sowieso vergessen. Die Stadt geht auch langsam den Bach runter, ist auch egal. Generell gilt hier für Baden-Württemberg, da haben wir so ein paar grüne Sports. Lassi Hessen auch, denen geht es hier noch insgesamt gut, deswegen können sie sich hier den ganzen Käse leisten. Jetzt kommen wir mal zu den anderen grünen Flecken. Und da muss ich sagen, da wäre ich sehr dafür, dass man den Länderfinanzausgleich, dass man den komplett einstellt. Wieso sollen erfolgreiche Länder wie Bayern oder wie Hessen oder auch Baden-Württemberg an Karpalken etwas zahlen, die eigentlich nur den ganzen Tag auf der fauten Haut rumliegen und nichts machen, würde ich sofort einstellen in den Finanzausgleich. Dann würde sich das ja auch in einigen grünen Regionen sicherlich komplett ändern, weil sie nichts mehr zu beißen hätten. Aber Sie sehen, das sind meist die Großstädte hier überall, wo es doch tatsächlich eine, wie soll ich das sagen, eine sich elitär vorkommende pseudo-intellektuelle Menge an Leuten gibt, die glauben, wenn sie die Grünen wählen, seien sie die besseren Menschen und würden die Welt retten. Wir haben das auch in Hamburg. Hamburg ist ja durchaus ein Überschussgebiet, das heißt, die zahlen auch in den Länderfinanzausgleich. Da ist es mir komplett unverständlich. Was man mal einstellen sollte beim Länderfinanzausgleich, gut, ich will nicht so lange über den Länderfinanzausgleich reden, unser Thema ist hier ein anderes, ist hier unser, spaßeshalber genannt, Reichshauptslum, Berlin. Wenn man da den Hahn abdrehen würde, dann würde das sicherlich sich auch ganz schnell erledigen. Aber nun gut, kommen wir mal zum eigentlichen Thema zurück. Sie sehen hier Mitteldeutschland oder auch die frühere DDR oder die fünf neuen Bundesländer, wobei neu ist völliger Quatsch, aber egal. Nennen wir mal die ganzen Begriffe. Hier haben wir bis auf ein paar Gebiete flächendeckend eine AfD-Mehrheit. Oder ist die AfD die stärkste Partei auf Kreisebene? Warum ist das so? Gut. Die Revolution in Mitteldeutschland ist mittlerweile 35 Jahre her, rundum. Das heißt, die meisten, die damals auf die Straße gegangen sind, leben noch. Die wissen ganz genau, was es bedeutet, wenn ein Land in ein autoritäres Regime abkippt. Und das ist ja der Fall bei der BRD. Also die Leute sind schon mal aufgewacht. Im Westen, muss ich leider sagen, ist der Knall offensichtlich immer noch nicht erfolgt. Gut, die Grünen haben überall radikal verloren. Teilweise die Hälfte ihrer bisherigen Stimmen. Also das ist schon mal erfreulich. Aber es hilft ja nichts, Altparteien zu wählen. Sehen Sie sich mal an, hier alles schwarz und hier ist die CSU. Das ist der gleiche Verein. Denken Sie mal dran, wie sich die ganzen CDU und CSU-Leute während der C-Zeit verhalten haben. Denken Sie mal dran, dass Merkel 16 Jahre dran war. Was hat sie gemacht? Sie hat die BRD in Richtung Abgrund geführt. Mir ist es immer noch ein Rätsel, wieso im westlichen Landesteil der BRD
die Leute zum größten Teil immer noch nicht aufgewacht sind. Ich habe gestern allerdings von vielen Freunden gehört, die mir Mails geschickt haben, dass es auch schon, zumindest auf dem platten Land, schon teilweise Bereiche gibt, wo die AfD bis zu 37% erreicht hat. Ganz besonders kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn Sie sich die Großstädte ansehen, warum da kein Wandel stattfindet. Denn gehen Sie doch mal zum Hamburger Hauptbahnhof, gehen Sie mal nach Frankfurt oder gehen Sie in die kleine Stadt Offenburg oder Offenbach, verwechsel ich immer, in der Nähe von Frankfurt, wo mittlerweile der nicht-deutsche Anteil irgendwo bei 63% liegt. Das ganze Land kippt. Es kippt wegen der hohen Steuern, wegen der ganzen Vorschriften, wegen dem ganzen CO2-Quatsch. Und es kippt vor allen Dingen auch wegen der ungeregelten Zuwanderung. Und offensichtlich scheint in einigen Bereichen der westlichen BRD diese Erkenntnis immer noch nicht angekommen zu sein. Und das ist schon ganz erstaunlich. Wenn Sie weiter eben schwarz wählen, wird sich nichts daran ändern. Merkel ist letztendlich, Quatsch, Merz, Merzel, Merzel, ja, könnten ihn Merzel nennen, ist letztendlich auch nur eine männliche Merkel. Da wird sich auch niemals etwas tun. Und wenn Sie die Roten wählen, ja, dann kann man ihnen sowieso nicht helfen. Dann sind Sie entweder so ein Callcenter-Kevin oder auf dem Niveau, oder Sie haben nichts gelernt und Sie können nichts. Muss ich einfach mal so sagen. Früher wurde die SPD von ehrlichen, fähigen, disziplinierten Arbeitern gewählt. Aber mittlerweile, ja, deswegen sind sie auch teilweise nur noch, oder teilweise erreicht ja die SPD nicht einmal mehr die 5%-Hürde. Gut, gestern hat es keine Rolle gespielt, aber wenn sie weiter so machen, sind sie wirklich in absehbarer Zeit komplett weg. Auf jeden Fall ist das Resümee, auf das ich hier hinaus will, dass in Mitteldeutschland die Leute begriffen haben, dass eine Wende erfolgen muss. Dabei sind die ja teilweise gar nicht mal so hart betroffen von der ganzen Zuwandererproblematik wie im Westen. Da ist es ja alles noch nicht so schlimm. Und trotzdem sind sie schon wach. Das ist eben das Ergebnis der durchgeführten erfolgreichen Revolution von 89. Ja. Die Leute wissen noch, wann es Zeit ist zu handeln. Und wenn im Westen nicht bald irgendwie hier was passiert oder die CDU nicht zumindest ihre Brandmauer aufweicht, dann wird es schlimm. Ich möchte Ihnen aber hier auch nochmal eine andere Karte zeigen. Das ist das, was ich auch immer sage. Wir haben ja in einigen Großstädten, vor allem Westdeutschlands, mittlerweile schon, oder zumindest in einigen Bezirken der Großstädten, eine Mehrheit von Immigranten. Eine absolute Mehrheit. Da sind die Deutschen nur noch in der Minderheit, teilweise bei 30-40% oder weniger, wie es in den Schulen ausgeht, davon wollen wir gar nicht reden. Und unsere ganzen linken Freunde haben immer davon geträumt, dass sie möglicherweise die ganzen Goldstücke und Fachkräfte, die, wenn sie dann mal wählen dürfen, und hier in Duisburg dürfen schon sehr, sehr viele wählen, dass die dann irgendwann Linke, Grüne, SPD und so weiter wählen werden. Nein, da haben die Leute sich leider geschlitten, unsere linken Eminenzen, weil wenn eine gewisse Menge an zugereisten Fachkräften da ist, die wählen dürfen, dann wählen die nicht mehr SPD oder die Linke, die bilden ihre eigene Partei. Warum sollten sie die Parteien, die sie reingelassen haben, wählen? Der alte Spruch, der Feind liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Das ist der Punkt. Und hier gibt es eben eine Partei schon in Duisburg, die heißt DAWA und die hat 41% bekommen bei der Europawahl. So sieht es nämlich aus. Und wenn das immer weitergeht mit unserer Zuwanderung, dann sind irgendwann die Altparteien weg. Die AfD wird sich sicherlich noch halten mit den Bio-Deutschen, aber dann werden wir solche Parteien hier haben und das ist eine islamistische Partei. Und leider Gottes begreifen das unsere Linken nicht. Das ist wie mit dem Wahlrecht für unter 18-Jährige, also von 16 bis 18, da hatten wir ja neulich, habe ich auch ein Video zugemacht, auch die Situation, dass die teilweise bis zu 47% die AfD gewählt haben. Da haben sich unsere linken Freunde auch komplett getäuscht. Aber nichtsdestotrotz, links hin, links her, wenn die verschwinden, ist ja nicht unser Problem. Aber das hier wird auch eine Gefahr, das ist die nächste Stufe. Also liebe Freunde, es gibt noch viel zu tun. Freuen Sie sich über das Wahlergebnis von gestern. Aber die BRD ist noch lange nicht über den Berg. Definitiv.